Ladies and Gentlemen, willkommen zu Arch Age. Ein neues, kommendes MMORPG, das Sandbox-Elemente beinhaltet. Man soll hier ziemlich frei sein in seiner Wahl, was man tun hat. Nicht so gebunden wie in anderen MMORPGs, einem festen Questschrank folgend, sondern eher auf Erkundung, selbst die Welt entdecken, selbst die Welt mitgestalten, selbst entscheiden, was da drin passiert. Und ich habe mir gedacht, auf euren Wunsch natürlich, der kam ja mehrfach, schaue ich es mir doch mal in einem kleinen Let's Play an. Und abhängig von eurer Meinung, von eurem Interesse an dem Let's Play, könnte es durchaus auch ein wenig länger laufen. Aber erstmal schauen wir uns das Open Beta Spiel ein wenig an. Solange es in der Open Beta ist. Ich werde einen neuen Charakter erstellen, ich habe bloß einen erstellt, um mal kurz einen Einblick dazu bekommen, ob alles passt. So, was kriegen wir hier? Wir haben hier verschiedene Rassen, wie es aussieht. Nuyan, wir fürchten den Tod nicht. Erober des Kontinents, gut, gut, gut. Göttin des Jenseits, alles klar. Was können die? Zusätzliche Vorteile. Krieger-Architekten. Okay, brauchen weniger Bauzeit. Dann haben wir hier Elfen. Oh ja, Elfen gefallen mir. Ausdauertraining, können länger unter Wasser sein und Elfen sind sehr geschickt im Wasser. Besser schwimmen, okay. Hier soll es in dem Spiel viel Wasser geben, also zumindest Wasserkämpfe und sowas, Schiffskämpfe, Schiff bauen, U-Boote, das alles soll möglich sein. Und scheinbar sind diese Fraktionen bekriegt, oder was soll das bedeuten? Harani sind so asiatische Spieler, oder wie? Das sind so die Revolutionäre, wie es scheint. Das sind Katzenmenschen. Okay, ich glaube, auch wenn mir das nicht gefällt, was die können, also schwimmen, weiß jetzt nicht. Oje, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel. Oje. Typisch asiatisches Spiel. Naja. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es da geht. Naja. Ich werde eine Elfe nehmen. Ich würde gerne mal eine Elfe spielen. Was haben wir hier? Elfen und... Ah, das sind zwei Fraktionen. Also, das ist meine Theorie gewesen und die wird hier wahrscheinlich bestätigt. Genau, sind verfeindet. Charakter in beiden Allianzen beginnen ihr Abenteuer auf verschiedenen Kontinenten. Sie können sich nur miteinander unterhalten, wenn sie die Sprache des jeweils anderen Kontinents erlernen. Cool. Erscheinungsbild kann ich auch noch verändern in diesem Spiel. Das ist schön. Oh. Aber schön das Gesicht gemacht haben sie schon. Es sieht zwar künstlich aus, aber... Ja, hat was. Nicht nur der der Vorbau wackelt da rum, sondern auch die Haare. Schön, schön. Ich will mich jetzt nicht großartig mit dem... auseinandersetzen, was man hier alles kann. Ich nehme hier was? Pferdeschwanz. Brünett. Gefällt mir. Ja. Der Rest. Den Rest lasse ich einfach mal so. Aussehen hatte ich noch nie irgendwelche besonderen Sachen im Sinn. Selbst bei Skyrim. Was? Zoom-Mausrad, Klick ziehen. Ja, okay. Selbst bei Skyrim habe ich auch nie viel Zeit darauf verwendet. Skillset auswählen. Okay, ich kann mich auf eine bestimmte, ich würde mal sagen, Klasse spezialisieren. Kampfeszorn. Ah ja. Wunderbar. Skillset. Der Kampfeszorn wird durch Kyros, den Gott der Vernichtung, symbolisiert. Die vernichtenden Angriffe seiner Anhänger bombardieren der Feinde unbarmherzig, bis sie schließlich Blut über Strom strömt und auf die Knie fallen. Und sich dem vernichtenden Sieg ergeben. Ja, das ist der typische Damage. Nö, nee, nicht. Ich schau mal schnell die Werte an. Also vom physischen Schaden her ist er jetzt nicht so toll. Flüche ist hoch. Okay. Was kann der Zauberer? Magischer Schaden ist er besonders hoch. Der uralte Erzmagier Arsanet symbolisiert die Zauberei. Seine Jünger entfesseln mächtige, unvorhersehbare Magie durch vielseitige Zaubersprüche der Elemente und des Schutzes, so wie Aranzeb einst seinen Zorn und seine Traurigkeit kontrollierte, um seinem blutigen Schicksal mit Gelassenheit zu begegnen.
Okay, überspringen wir mal das ein bisschen. Das ist ein Bogenschütze. Das ist ein Heiler, scheinbar. Die haben da immer spezielle Fertigkeiten. Das ist aber viel zu viel Text für den Anfang. Um sich einen ersten Eindruck zu geben, ist es, glaube ich, zu viel. Das ist Okkultismus. Der wird wahrscheinlich, ja, der wird wahrscheinlich eher mit Flüchen hantieren. Und Schattenspiel ist eher so ein Schurkencharakter. Dann würde ich sagen, ja, wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir? Ich glaube, mir gefällt das Schattenspiel. So ein Schurkencharakter. Könnte ich mir gut vorstellen. Nennen wir ihn Rugitest. Charakter erstellen. Bestätigen. Und es kann losgehen, oder? Ja, gut. Dum 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 dum. Wujitest. Gweonidwald. Okay. Nation traumlos. Geldmittel habe ich. Ja, ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Legen wir los. Ich bin mal gespannt. Es soll ja dieses Spiel. Okay. Die Elfen lebten in Ruhm und waren unbesiegbar. Aber dann brach ein neuer Tag an. Der große Elfenkönig Aranseb führte seine Armee in eine verhängnisvolle Schlacht. Er sah darin die letzte Chance, das kriegszerrüttete Land Auroria zu retten. Seit Jahrzehnten hatte Aranseb Kyrios gekannt, den Anführer seiner Feinde. Jedoch hatte sich die Zuneigung zwischen ihnen schon lange in Hass verwandelt. Hass und Schmerz. Als Kyrios Aranseb besiegte, traf der Dolch des Verrates die Herzen aller Elfen. Seit jeher hatten Barden das Elfenvolk besungen, die Schönheit ihres Waldes und ihrer Kultur. Aber jene einzige Niederlage sollte ihr Schicksal für immer verändern. Die Elfen wurden zu Flüchtlingen, ihre Wälder und Paläste lagen in Schutt und Asche. Sie zogen sich zurück, wandten sich von allem ab. Von allem, außer ihren Erinnerungen. Durch Jahrhunderte hinweg war die Kultur der Elfen nahezu eingefroren. Groll und Zorn wurden über Generationen weitergereicht wie teure Erbstücke. Alle jungen Elfen trachten nach Rache und widmen sich daher nur der Kampfkunst. Ob Aranseb wohl glücklich darüber wäre, dass sein Volk diesen Weg gewählt hat? Ohne Hoffnung auf einen König oder ein Königreich, bis Kyrios für seinen Verstoß bezahlt hat? Allein schon solche Fragen gelten als Verrat. Alle Ältesten sind Krieger und statt Philosophie studieren sie die Kunst des Blutvergießens. Ihr Ziel? Ihr Volk auf den Krieg vorzubereiten. Aber das allein reicht nicht aus. Die wahre Zukunft liegt in den Händen der jungen Elfen. Insgeheim hinterfragen immer mehr das Schicksal ihres Volkes. Insbesondere ein Elf. Er rät den anderen Elfen davon ab, allem anderen Lernen zu entsagen und sich nur auf die Vergangenheit zu fokussieren. Er weiß, dass Veränderung nur durch Vergessen geschieht und das Gedächtnis von Elfen zu gut ist. Sie müssen lernen, manchmal zu vergessen, damit sie wieder leben können. Und ich bin dieser eine Elf, oder wie? Bin ich der eine Elf? Okay, was ich davor sagen wollte, nämlich, das Spiel wird ja insgeheim als Geheimfavorit gehandelt. Als große Hoffnung am Free-to-Play-MMORPG-Himmel. Durch dieses Konzept, dieses freien Konzeptes, was zu machen, Sandbox-artig. Mal schauen, was es uns bietet. Mit den Tasten W als D bewegst du deinen Charakter. Mit den Maus-Buttons steuerst du Kamera und Blickwinkel. Okay. Um Quests von NSCs mit Satzzeichen oder Blumen über dem Kopf zu aktivieren, drücke F oder führe einen Rechtsklick aus.
Oh, keine Vertonung. Ausbilderin, warte mal, Ausbilderin Harper ist endlich zurückgekehrt, um die neuen Soldaten auszubilden. Was für Neuigkeiten sie wohl mitbringt? Quest an. Wird diese automatisch dem Quest-Tracker auf der rechten Bildschirmseite hinzugefügt? Folge dem Pfeil bei deinen Füßen, um zum Ort des Quest-Ziels zu gelangen. Naja. Um Quests. Quests mit grünen Markierungen sind ausschließlich für dein Volk bestimmt. Quests mit gelben Markierungen sind regionale Quests. Quests mit Blumenmarkierungen sind Handwerksquests. Blumenmarkierung? Alles klar. Ausbilderin Harper. Ich habe unzählige, vielversprechende Elfenkrieger auf die Schlacht vorbereitet. Aber wie jeder wahre Soldat weiß, kann nichts die Erfahrung in der rechten Welt ersetzen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was du kannst. Ujitas, die Zeit ist gekommen, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Reise nach Silvan Devi im Süden und sprich mit Eokard Breken. Dort wirst du dich über das Feld der Ehre anmelden. Das Feld der Ehre ist ein prächtiges Turnier, bei dem junge Elfenkrieger ihr Geschick und ihre Kampfeskraft unter Beweis stellen. Enttäusche mich nicht, Wuchitest. Okay. In die Richtung zeigt... Was war das jetzt für ein Herz? Schon wieder? Um Quests von NSCs mit Satzzeichen oder Blumen über dem Kopf zu aktivieren, drücke F. Oder führe einen Rechten. Das kennen wir doch schon. Warum habe ich diese Herzen über dem Kopf? Egal. Nächster Questgeber. Auf dem Weg zum Feld der Ehre, warum probierst du nicht erst hier aus, was du gelernt hast, bevor du gehst? Die Holzelementare am südlichen Weg dürften ein perfekter Test deiner Fähigkeiten sein. Da du sowieso dorthin willst, eliminiere unterwegs ein paar und melde dich, wenn du fertig bist, beim Madriel. Und keine Sorge, wenn die Holzelementare dir jetzt etwas zu happig sind. Du kannst immer noch später zurückkommen, wie Ausbilderin Harper immer sagt. Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Was ist das? Klicke hier, um den aktuellen Stand als Rückrufpunkt aufzuzeichnen. Achso, F. Klicke Merken an. Um dir deinen aktuellen Standort einzuprägen. Merken? Ja, da ist mir das Spiel abgeschmiert. Na gut. Irgendwas mit Merken. Oh. Und scheinbar macht's auch beim Aufnahmestart einen Screenshot. Wunderbar. Baumelementare wartet. Dahin, okay. Karte markieren. Hierhin. Show me, wo bin ich? Ah, ich sehe mich schon. Okay, dann gehe ich einfach mal da raus. Trockener Holzelementar. Versuche im Kampf verschiedene Skills einzusetzen, um ein Maximum an Effektivität zu erreichen. Deine Shortcut-Tasten erleichtern dir den Wechsel zwischen den einzelnen Skills. Okay. Na, wie findet ihr das Spiel vom Aussehen her? Schöne Berge, aber da kann man, glaube ich, noch nicht drauf. Oh, kleiner Hirsch, soll ich nicht bekämpfen. Ich soll hier Holzelementare bekämpfen. Skills, was habe ich überhaupt hier? Einfach Tanz. Schwing die Hüften. Okay. Rückruf? Instrument spielen? Meditatives Echo? Okay, sagt mir jetzt nichts. Handelspaket ablegen. Gleiter verwenden. Oh, das könnte cool sein. Treten. Und das ist... Sport. Ja, großartig schneller fühle ich mich jetzt damit nicht dabei, aber gut.
So. Was kann ich jetzt machen? Ich kann ihn nicht angreifen. Ich kann ihn so nicht angreifen. Wie kann ich den denn angreifen? Ungültiges Ziel. Den kann ich angreifen. Okay. Ich sehe schon, der macht mich fast fertig. Stirb! Stirb! Ich sehe schon, mein Dreier-Skill hier ist der stärkste anscheinend. Schneller Schlag. Warum kann ich den jetzt nicht angreifen? Ist wahrscheinlich Buggy und die sind eigentlich nicht mehr da. Ach, das ist Auto-Attack, wenn ich das mache, oder? Können geplündert werden. Kampf. Mit F sammelst du alle Gegenstände auf. Mit G kannst du selbst auswählen. G. Okay, probiert nächstes Mal. Gegner. Wie, Blutdurst beendet. Wir sollten niemals den Blutdurst beenden. Stirb, Ratte! Level 2 erreicht. Ich fühle mich so episch. Was kann ich jetzt? Gegenstände und Beutel. Klicke auf das Beutelsymbol unten rechts oder drücke I, um deinen Beutel zu öffnen und dir die Gegenstände in deinem Inventar anzusehen. Haben wir gefunden. Geldbörse des Farmers. Verbraucht einen Arbeitspunkt, um den Beutel zu öffnen und den Inhalt zu prüfen. Arbeitspunkt. Was ist das? Sind das Arbeitspunkte? Nein. Was ist das? Was sind jetzt Arbeit 15? Arbeit 15, wenn du online bist, erhältst du alle 5 Minuten 10 Arbeitspunkte. Offline, okay. Dann darf ich den öffnen. Für Sammeln, Bergbau, Handwerk und andere berufliche Aktivitäten benötigst du Arbeitspunkte. Mhm. Besuch den Marktplatz. Du findest dort eine Vielzahl lustiger und nützlicher Gegenstände. Ja, wunderbar. Ach so, das ist was zum Anhaken. Glitzernde Leichen können geplündert werden. Das kennen wir schon. Ja. Drücke Numlock, um automatisches Laufen zu aktivieren, ohne dabei die W-Taste gedrückt halten zu müssen. Okay. Tatsache. Das könnte ganz nützlich sein. Buch der Teleportation. Nicht handelbar, zeichnet. Was haben wir hier? Apparat gebundener Jenseitsstein. Nicht handelbar. Alles klar. Hey, Lucius. Wer bist denn du? Okay. Einfach mal ein Riesenhase, der sprechen kann. Moment, ich sollte doch hier zu einem zurückgehen. Wo ist denn der Typ? Oder die Frau? Ne, das war ein Typ. Nicht? Wo ist denn der? Ach, der ist weiter vorne. Okay, der führt mich voran. Dann führt mich die Quest also voran. Bisher ist es auf jeden Fall noch nicht anders als andere Spiele dieses Formates. Schade, ich muss da immer selbst drücken. Aua! Achso, die Zahlen sehen bloß so groß aus. In Wirklichkeit ist es dann doch nicht so viel. Sehe ich eigentlich auch, was ich equipped habe? Charakterinfo. Ich habe eine Stoffrüstung. Kann ich sie ausziehen? Okay. Also, ich kann mich hier nudistisch veranlagen. Sehr gut. Dolch, Bogen, Flöte. Hier, da vorne ist Madriel. Ich
solltest dir vorbeischauen. Na? Achso, F. Du hast die Holzelementare eliminiert. Richtig. Du hast dich während deiner Zeit hier wirklich herausgemacht. Sehr gut. Danke. Ach übrigens, die Köchin Bärhell ist schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Essen für die Krieger zuzubereiten, die zum jährlichen Turnier aufbrechen. Du solltest bei ihr vorbeischauen und dir eine Wegzehrung mitnehmen. Okay. Wie ich höre, gehen ihr allerdings die Zutaten aus. Also würde sie sicherlich etwas Hilfe zu schätzen wissen. Würdest du einige der örtlichen Hirsche fangen und ihr stramme Hirschkeulen bringen? Das würde sie freuen. Vergiss nicht, diese Reisesteine neben mir zu berühren, bevor du gehst. Diese Objekte stehen in bestimmten Abständen am Pfad und beschleunigen dich beim Laufen. Ah, echt? Da vorne muss ich irgendwo hin. Sehe ich irgendwo, wie lang der... Ah, dort oben links. Hier oben sehe ich, wie lang der Buff hält. Ah, der kleine Hirsche soll ich erlegen, oder? Den machen wir gleich mal zur Hirsch-Ragout. Ah, G muss ich mal ausprobieren. G hieß es ja... Da kann ich direkt ein bisschen mehr ausprobieren. Oder mehr sehen, was ich da nehmen will oder nicht. Okay. Ah ja, Geldbörse des Farmers und stramme Hirschkeule. Ja, die geben gut Geld, scheinbar. Kann man mit leben. Ich bin schon fast reich genug, um mir das Spiel komplett zu kaufen. Die ganze Welt gehört an mir. Aber nur fast. Und wodurch? Nur durch Jagdtätigkeit. Investiere Skillpunkte zum Erlernen neuer Skills. Klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste oder drücke K, um das Skillfenster zu öffnen. Okay. Cool. Schattenspiel. Kampf. Einfach. Basisfähigkeit. Ah ja, das sind meine ganzen Skills. Eieieiei. Emotes gibt es natürlich auch, wie in jedem MMO. Das ein bisschen soziale Komponente beweist. Viele Handwerksfähigkeiten gibt es hier, wo man sich verbessern kann. Diebstahl bin ich ein bisschen geschult. Habe ich schon jemanden bestohlen? Wusste ich gar nicht. Cool, man kann wirklich die anderen Sprachen erlernen. Ich kann den Dialekt der Nuja, aber Nujan kann ich nicht so wirklich. Ich kann nur die Elfensprache. Relativ cool. Aber hier habe ich scheinbar... Levelanforderungen. Lässt markierte Ziele stolpern. Irgendwas mit Combo. Was bedeutet denn Combo? Wahrscheinlich, wenn ich zwei Attacken hintereinander mache oder sowas. Dann wird der Combo-Effekt noch zusätzlich gemacht. Da das so grün markiert ist, gehe ich mal davon aus, dass ich das da auswählen kann. Setzt du im Kampf Skills mit hervorgehobenem Rahmen ein, kannst du einen zusätzlichen Combo-Effekt erhalten. Ausprobieren. Ich möchte den anspringen. Halt, den Hirsch habe ich noch nicht ausgebeutet. Combo-Effekt. Jetzt hätte ich gedacht, dass das miteinander Combo machen kann. Nicht ganz, aber das hat Potenzial, dass man da kombinieren kann. Da gibt es bestimmt ein paar hässliche, starke Kombinationen. Und ich sehe schon, der Angriff zusammen mit kombinierten normalen Attacken ist ziemlich mächtig. Killen wir dich nochmal? Schaut euch an, wie viel Damage das macht. Ja, so muss es sein. Sprecht mit der Köchin. Ist eigentlich das immer
angewählt. Was habe ich denn hier? Eisennadel. Okay. Eisenerz und Rohstein habe ich bekommen. Hier ist noch irgendwas. Ein Busch. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht, laut Log. Du kannst Skills leichter und schneller investiere einsetzen, Skillpunkte, wenn du sie deiner Shortcut-Leiste hinzufügst. Klicke auf das Klicke Skill einfach an und ziehe sie vom Skillfenster auf einen freien Platz auf der Shortcut-Leiste. Klicke ein Skill-Symbol an und ziehe es vom Skillfenster auf einen freien Platz. Kann ich da hochklettern? Tatsächlich. Ist es jetzt gewollt oder nicht? Aha, ich bin frei. Oh, unsichtbare Wände. No, gibt's Fallschaden? Ja. Aber man regeneriert hier ziemlich fix. Wie kriege ich jetzt das Fenster hier weg? Nicht. Gibt's nicht. Schade. Die Abklingzeit ist ein bisschen hoch für diesen Skill. Das wäre sonst ziemlich geil, wenn ich den öfter einsetzen kann. Shift und 1. Wuppa! Geben wir jetzt mal das Fleisch der Köchin, damit die glücklich werden kann und uns was Leckeres zaubert. Köchin Bay. Oh, vielen Dank, Wuji-Test. Hier gibt's sie mir. Hier sind nur hübsche Frauen anscheinend. Das passt ja hervorragend zu dem Essen, das wir heute Abend für die Rekruten zubereiten. Wir werden dich hier wirklich vermissen, Wuji-Test. Bitte nimm etwas von diesem Eintopf, bevor du gehst. Du kannst doch nicht mit leerem Magen kämpfen. Würdest du mir vielleicht einen Gefallen tun, wenn du schon hier bist? Ich brauche für morgen ein paar Vogeleier. Ich wollte welche holen gehen, aber bei dieser ganzen Kocherei bin ich gar nicht dazu gekommen. Könntest du ein paar Eier aus den Vogelnestern in den umliegenden Bäumen sammeln? Das geht ganz schnell. Na gut. Umliegende Nester, also ganz hier in der Nähe. Vogel. Cool. Kämpfen die? Kann man die bekämpfen? Das ist so eine Frage. Auf jeden Fall blinken die Bäume, oder ist es bloß... Ach, du Heilige. Geil, man kann sogar auf Bäume klettern. Kann man das generell oder auch bei jeder Quest? Na gut, jetzt wird's unrealistisch. Hallo, Herr Vogel. Wow. Großer Denker Gilead. Jawohl. Los, lass uns battlen. Will wohl nicht. Okay. Das war ja schnell. Gut zu sehen, dass sich das ganze Training auszahlt. Dann geh mal lieber los, du willst doch nicht den Wettbewerb verpassen. Eine letzte Sache, wenn du nach Süden willst, könntest du das dann ein Essen für Memoriz Selus ein Stück weit die Straße runter mitnehmen? Beel, also wirklich, wie lange willst du damit denn noch weitermachen? Selus weiß doch nicht einmal, dass es dich gibt. Tja, vielleicht wäre das anders, wenn ich nicht jedes Mal, wenn er zu Besuch kommt, jemand ablenken würde. Das ist sowas. Tut mir leid, Wuji-Test. Du kannst gehen. Richte Selus Grüße von uns aus, ja? Schwärmereien. Ach, Göttchen. Was kann ich hier machen? Okay. Ich kann mich setzen. Und einfach mal ausspannen. Die Gegend genießen. Das wunderbare Wetter. Die herrlich harmonierende Welt hier. Ja, also...
Kommen wir zu meinem ersten Eindruck. Der erste Eindruck ist, ja, es sieht hübsch aus. Kann man nichts sagen. Der Anfang ist noch ein bisschen träge, also bisher merke ich noch nichts Intuitives. Oder, nein, Innovatives besser gesagt. Es ist halt immer noch, töte X davon, sammle X hiervon, ja. Also viel Freiheit habe ich noch nicht durch die Berge. Aber das kann ja noch kommen. Wir werden es auf jeden Fall noch weiter anschauen und ich hoffe, euch gefällt es auch bisher. Ah, den Vogel kann man doch angreifen. Verflucht, den hätte ich auch mal gerne angreifen wollen. Ja, dann machen wir hier für diesen Part Schluss und ich danke euch fürs Zusehen. Bitte einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr das Let's Play mögt, ob ihr es weiter anschauen wollt. Und liken bitte nicht vergessen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Es freut mich sehr, dass du dieses Video bis zum Ende angesehen hast. Wenn es dir gefallen hat, dann tu mir bitte den Gefallen und hinterlass mir einen Daumen nach oben. Dadurch hilfst du mir und dem Kanal sehr weiter. Wenn du mehr von diesem Projekt sehen willst, dann klicke einfach auf alle Folgen und du kommst direkt zur Playlist. Falls du auch andere Let's Plays oder Reviews von mir sehen möchtest, dann kannst du mich gerne abonnieren. Klicke hierzu einfach auf Abonnieren.